Herzlich willkommen wieder und ich darf Ihnen ein schönes Osterfest wünschen und ich hoffe, Sie hatten gestern einen schönen Ostersonntag. Heute ist Montag, 6. April und Ostermontag. Und dennoch haben wir unsere Sendung aus dem Bundestag, denn auch an Ostermontag arbeiten unsere Politiker auch. Sie denken über unsere Zukunft nach, das habe ich jetzt groß gesagt und ich hoffe, es ist so. Dr. Martin Petzold ist nämlich heute mein Gast. Er ist einer der jüngsten Abgeordneten im Bundestag mit 28 reingewählt worden. Heute also 30, die Hälfte ist um, ja, aber immer noch jung geblieben und macht noch immer Spaß. Macht noch immer Spaß, es ist ein unglaublich vielseitiger Beruf. Ich habe das Glück, mit unterschiedlichsten Menschen zusammenzukommen. Ich habe das Glück, dass ich meine Interessen, die Interessen meines Wahlkreises im Deutschen Bundestag vertreten darf. Das ist Lichtenberg, um das mal zu sagen. Das ist Lichtenberg. Ich selber bin ja auch Hohenschönhausener, dort aufgewachsen, dort zur Schule gegangen. Ist im Großbezirk Lichtenberg aufgegangen und darf jetzt die Interessen im Deutschen Bundestag vertreten. Macht mir Spaß, natürlich mit viel Arbeit verbunden, aber wenn man was erreichen will, muss man auch viel arbeiten dafür. Na, ist doch klar, sonst wären Sie ja nicht angetreten. Wie ist denn die Lage im Wahlkreis? Jetzt ist zwar sitzungsfrei, Osterpause, Bundestag, heißt aber nicht, was ich ja schon gesagt habe, das ist arbeitsfrei. Das heißt, Sie müssen im Wahlkreis sehen, dass Sie auch in 2 Jahren wieder die entsprechende Zahl an Stimmen bekommen. Das stimmt, heute ist Ostermontag. Am Mittwoch beispielsweise bin ich dann wieder den ganzen Tag zu einem Wahlkreistag in Lichtenberg unterwegs. Ich mache immer regelmäßig Wahlkreistage, die beginnen meistens um 8 Uhr oder 9 Uhr so morgens. Spät. Und gehen dann bis 19 oder das 20 war Uhr. Provokativ. Ja, und irgendwann muss man ja auch gucken, dass man das noch zusammenkriegt. An dem Tag besuche ich dann ungefähr 8, 9 Einrichtungen, immer unter einem speziellen Thema. Am Mittwoch bin ich unterwegs zum Thema Menschen mit Behinderungen. Da gucke ich mir Einrichtungen in Lichtenberg an, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmern. Ich glaube, das ist ein wichtiges Themenfeld. Und so lerne ich auch ganz viel, was ich für meine Arbeit im Deutschen Bundestag mitnehmen kann. Das heißt, wenn Sie diese Wahlkreisbegehung machen, können die Leute sich vorher bei Ihnen melden, Ihnen eine Mail schicken? Wissen die aufgrund Ihrer Webseite oder Ihrer Newsletter oder was immer Sie machen, ja, was, wen Sie besuchen, wann Sie kommen und können Ihnen dann Fragen schicken oder Anregungen schicken, sodass Sie also mit einem Bündel vom Papier schon losgehen? Das geht alles. Es ist üblicherweise so, dass ich auf Einrichtungen zugehe und sage, ich habe Interesse bei den Themen, jetzt beispielsweise Menschen mit Behinderungen, auch bei Soziales, Thema Wirtschaft. Ich habe letztens vietnamesische Unternehmer besucht. Ich gucke mir also an, was in meinem Wahlkreis, was in Lichtenberg sich entwickelt, was ich vielleicht selber auch noch nicht kenne, was ich kennenlernen wollte. Das ist so eine Möglichkeit, wie ich die Wahlkreistage organisiere. Dann gibt es die andere, die Sie beschrieben haben, dass Vereine auf mich zukommen und sagen, sie haben gehört, dass ich das mache und sie würden sich total freuen, wenn ich mal vorbeikomme. Sie möchten mir einfach mal darstellen, was machen Sie hier vor Ort. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte ist natürlich, dass entweder Mitglieder meiner Partei, Sympathisanten, Freunde auf mich zukommen und sagen, sie kennen da jemanden und sie würden sich freuen, wenn ich da mal mir das anschaue. Da geht es ja auch um ein bisschen Wertschätzung der Arbeit vor Ort, als Bundestagsabgeordneter sich das anzuschauen. Und andererseits für mich eben die Möglichkeit, was mitzunehmen Richtung Deutscher Bundestag, auch die Problemlagen besser zu verstehen. Für mich ist es eine klassische Win-Win-Situation, weil diejenigen sehen, dass die Politik zuhört, dass die Politik auch bereit ist, in meiner Person vorbeizukommen. Dass es mich real gibt. Dass es mich real gibt, wobei das man, glaube ich, relativ schnell merkt. Und ich merke auf der anderen Seite, was sind denn so die Themen, die aktuell wichtig sind? Was sind auch so vielleicht Themen, die man langfristig bearbeiten muss? Und wie kann ich helfen? Und mir persönlich gibt das unheimlich viel. Ich habe in den letzten 2 Jahren, habe ich jetzt auch im Vorfeld unseres Gesprächs einfach mal durchzählen lassen, über 300 Einrichtungen in Lichtenberg besucht, über 300 Sportvereine, über 300 Unternehmen insgesamt in der Summe. Und das ist natürlich eine beachtliche Zahl. Wir haben uns ja vor 2 Jahren das erste Mal getroffen. Da waren Sie noch nicht im Bundestag. Sondern während des Wahlkampfes habe ich Sie einen Tag begleiten dürfen. In Karlshorst waren wir zusammen. Und das war schon spannend, wie Sie auf dem Sprung waren im Bundestag und gar nicht wussten, ob Sie es schaffen. Sie haben es dann geschafft. Sie sind jetzt im Bundestag. Und Sie sind ja außerdem noch in der CDU Kreisvorsitzender in Lichtenberg. Das heißt, Sie haben auch ein ganz wichtiges politisches Amt. Das heißt, Sie sind immer vor Ort. Was bewegt die Leute, Ihre Wählerinnen und Wähler, gerade in Ihrem Wahlkreis zurzeit? Ist es Mindestlohn? Ist es die Situation im Ausland? Mit welchen Fragen kommen die auf Sie zu? Sie haben angesprochen, Parteivorsitzender bin ich auch, mittlerweile seit 4 Jahren. Ich bin genau vor einer Woche wiedergewählt worden als Parteivorsitzender
auch einstimmig ohne Gegenstimme, das auf einer Mitgliedervollversammlung. Bei uns ist es so, dass jedes Mitglied die Möglichkeit hat, zu diesem Parteitag zu kommen. Und das freut mich keine natürlich. Gegenstimme, das ist aber ein sehr gefährliches Ergebnis. Wobei es einige wenige Enthaltungen gab. Also es waren nicht nur alles Ja-Stimmen. 99,9%. Wir zählen ja die Enthaltungen raus, nachdem wie die Parteien rechnen. Demzufolge bin ich auf 100% Ja-Stimmen gekommen. So ist das offizielle Ergebnis. Das ist schon, können Sie da noch ruhig schlafen? Das ist überraschend 100%. Und ist auch wahrscheinlich nicht mehr zu besteigern. Zeigt aber, dass es scheinbar mir in den letzten Jahren gelungen ist, auch dort die unterschiedlichen Auffassungen, auch die unterschiedlichen Interessen so auszugleichen, dass die Mitglieder damit zufrieden sind. Und mir gibt es natürlich Rückenwind für meine politische Arbeit. Ja, schon 100%. Ich werde es wahrscheinlich auch nur einmal in meinem Leben haben. Egal. Einmal ist für immer. Immer schon mal eine Leistung. Vorher bin ich meistens mit 80-90% gewählt worden. Das war auch schon große Unterstützung. Und was mich auch freut, ist, dass nicht nur ich mit einem guten Ergebnis gewählt wurde, sondern der komplette Kreisvorstand, also den Vorschlag, den wir unterbreitet haben, auch von den Mitgliedern getragen wird. Was sind die Themen? Natürlich ist es größtenteils die Sorge vor außenpolitischen Konflikten. Das ist schon natürlich im Wahlkreis und auch in meinem Umfeld ein Diskussionsthema, was dominiert. Was passiert in der Ukraine? Wie ist der Austausch mit Russland? Was passiert im Nahen Osten? Kommen in Zukunft noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland? Wie wird die Welt sicherer? Und wer übernimmt Verantwortung in der Welt? Und da habe ich schon den Eindruck, dass das Engagement und der Einsatz von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, von der Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands gesehen wird und dass die Leute ganz glücklich sind, dass sie diejenige ist, die unsere Interessen in der Welt vertritt. Das ist ein Thema, was immer wieder in Diskussionen natürlich angesprochen wird. Wo Griechenland auch jetzt? Meine Meinung. Die Situation? Auch Griechenland. Fragen die Leute, sehe Sie, wenn ich das noch einschieben darf, fragen die, wie hast du denn gestimmt oder wie haben Sie denn gestimmt? Im Bundestag für oder gegen? Das ist weniger ein Thema, es ist eher ein Thema, wie geht es mit Griechenland jetzt weiter? Man hat ja die Sorge, in 3 Monaten wird im Bundestag sicherlich nochmal debattiert werden oder in 2 Monaten. Wie geht es jetzt weiter? Brauchen die noch eine weitere Unterstützung? Kommen sie mit dem Geld aus, was sie haben? Welche Reformen setzen sie im eigenen Land um? Das sind ja die Themen, die sie jetzt beantworten müssen vor Ort. Da ist die Regierung gefragt und zwar nicht mit großen Auftreten, sondern mit ganz, ganz harter Arbeit und mit guter Vorbereitung. Und man hat natürlich in den letzten Wochen und Monaten den Eindruck gewonnen bei dieser neuen Regierung, dass sie vor allen Dingen mit großen Worten auffallen, aber weniger mit Tat dran. Und da müssen sie, glaube ich, jetzt nachsteuern. Und bewegt die Leute auch etwas direkt in ihrem Umfeld? Arbeitslosigkeit, Konjunkturlage, Sicherheit, Mindestlohn. Wie hat das funktioniert? Wie funktioniert das überhaupt? Ja, es heißt, es gibt zu viele Kontrollen, aber ansonsten wird ja wenig darüber geredet. Wenn ich denke an unsere Diskussion hier, wo wir gesagt haben, Mindestlohn kommt, aber, ja, und dieses Aber scheint sich ja nicht zu erfüllen. Oder wie sieht's aus vor Ort bei Ihnen? Das Thema Arbeitsmarkt ist natürlich ein elementar wichtiges. Und in Lichtenberg hatten wir, als Angela Merkel Bundeskanzlerin geworden ist, eine Arbeitslosenquote von 17,3%. Das war vor 12 Jahren, glaube ich. Nicht? Das war 2005, genau vor 10 Jahren und ein bisschen weniger als 10 Jahre. Und da hatten wir eine Arbeitslosenquote von 17,3%. Das war damals natürlich auch gerade nach den Hartz-IV-Reformen, nach den Strukturveränderungen. Das war der absolute Höhepunkt. Wir haben im Dezember 2014 das erste Mal in der Geschichte, seit es den Bezirk Lichtenberg in dieser Form gibt, die Arbeitslosenquote von unter 10% erreicht. Das ist natürlich ein enormer Erfolg, dass es uns gelungen ist, von damals knapp 25.000 Arbeitslosen auf heute 15.000 runterzukommen, also auch viele Menschen in Arbeit vermitteln zu können. Aber wir haben natürlich auch noch eine unglaubliche Verantwortung für diese 15.000, die heute noch keine Arbeit haben. Das ist natürlich jetzt die Herausforderung, auch die Verpflichtung der Politik zu gucken, wie können wir die Rahmenbedingungen setzen, wie können wir die Sozialpartner gewinnen, auch ihren Beitrag zu leisten. Das sind ja die Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, nicht wir als Politik, sondern wir schaffen die Rahmenbedingungen. Und da war der Mindestlohn sicherlich eher eine Stütze, die Binnennachfrage zu stärken, damit auch die Konjunktur zu stärken. Man sieht, dass die wirtschaftliche Entwicklung gut ist, dass die Horrorszenarien, die zu dem Mindestlohn gemalt wurden, in der Realität nicht eintreten. Und dass Lichtenberg eine gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nimmt, gerade auch bei jungen Menschen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auch auf einem sehr niedrigen Niveau. Und daran sieht man eben, dass, glaube ich, unsere Politik an der Stelle wirkt. Habe ich Sie eben richtig verstanden? Sie machen diese Wahlkreisbegehung und gehen auch in die Unternehmen. Beim letzten Mal, als Sie da waren, haben Sie gesagt, Sie gehen jetzt zu vietnamesischen Unternehmern in Ihrem Wahlkreis. Das ist geschehen. Was
ist denn da der besondere Schwerpunkt? Mit welchen Fragen kommen die auf Sie zu? Haben die Probleme mit den deutschen Unternehmern, Unternehmern in ihrer Umgebung? Oder was ist deren besonderes Problem, wenn sie eins haben? Sie haben natürlich Probleme mit der Verwaltung, auch mit bestimmten Prozessen, die man nach Ihrer Auffassung einfacher gestalten kann. Gerade viele vietnamesische... Also weniger Bürokratie. Ja, weniger Bürokratie, vor allen Dingen klarer und verlässlicher. Sie haben natürlich oft Themen, wo es um Handel geht zwischen Vietnam und zwischen der Bundesrepublik Deutschland, wo man natürlich auch sehen muss, dass es bestimmte Zollvorschriften gibt. Und das ist auch richtig, dass wir die in Deutschland haben. Ich sage also, nur Zigaretten. Ne? Ja, es ist ja oft so ein gewisses Vorteil, was man entwickeln kann. Aber wenn man sich dann die Palette anguckt, mit denen vietnamesische Händler handeln, und zwar legal handeln, dann ist es natürlich viel breiter. Ist es so, dass teilweise auch heutzutage Elektronik transferiert wird. Man hat im Bereich natürlich von Gemüse, Obst, was auch wichtig ist als Ergänzung, und auch an anderen Handelsgütern, die mittlerweile ausgetauscht werden. Sie sind immer ein geduldiger Zuhörer, so wie Sie hoffentlich auch zu Hause. Wir machen jetzt eine kleine Pause, denn wir sind ein Privatsender, sind aber gleich wieder da. Und mein Gast ist heute Dr. Martin Petzold, einer der jüngsten Abgeordneten im Bundestag, gerade 30 geworden und mit 100%, das ist verblüffend, vor einer Woche wiedergewählt als Kreisvorsitzender der CDU in Lichtenberg. 100%, keine einzige Gegenstimme. Also da kann man ja nur sagen, Hut ab. Bis gleich, wir sind gleich wieder da.